meine jetzt im Moment, weil ich bin gerade dabei, hier den Strahler zu montieren, den irgendwie hochzunehmen. Na ihr Uhu-Kinder, ihr benehmt euch ja genauso, wie ich es am liebsten.
das mal ein bisschen von trockener Igelhaut. Ah ja, die Ratte von gestern Abend oder von heute Nacht ist auch noch nicht ganz verputzt. Ja. So, zuerst der Große. Ja, ja, ja. Alles. Also bei so riesen Füßen in dem Alter, glaube ich, du bist ein Weibchen. Kamera gucken. Ein Federchen. PS 30249. So. Hand plus HS 7. 162. Armschwinge 1, 80 und 35 aufgeplatzt, 88, 35, also dieses Verhältnis zwischen der Gesamtlänge von der Feder, dem Federkiel und wie viel davon aufgeplatzt ist, gibt uns quasi einen Anhaltspunkt, wie alt die Uhus sind. Und bei dem hier weiß ich es ja, aber ich kann das nochmal benutzen, um unsere Liste, in der ich das nachgucken kann, nochmal nachzueichen und zu kontrollieren, ob die auch wirklich realistisch ist. Jetzt messe ich die Schädellänge. Quasi aus dem Index zwischen Schädellänge als Synonym für die Größe des Uhus und dem Gewicht quasi sagen, wie gut der von der Konstitution dabei ist. Na komm. So, 1000,
625. Fetter Brocken. Ach, hier ist noch eine ganz unberührte Ratte. Also die letzten Tage sind wirklich, wirklich super nahrungsmäßig, ohne dass ich da irgendwie geholfen hätte. Na du. Ja, und er hier hat also wirklich auffallend kleinere Füße. Also auch wenn man jetzt den Petrusunterschied mit einberechnet, das ist ein ganz anderes Kaliber. Also unsere Einschätzung, wer wie viel frisst und wer wie viel zu essen bekommt, schon einkalkulieren, dass das Weibchen, also hier der größere Junge, wenn er denn mal fertig ist, bis zu einem Drittel mehr wiegen kann als er hier. Und insofern braucht er auch einfach mehr, um zu wachsen und erwachsen zu werden. So, das ist jetzt PS 30 250. Jetzt messe ich die Abhandgelenke, die Handknochen und die längste Handschwinge. 132. Und jetzt nochmal die Länge der ersten Armschwinge. Komplett 66, aufgeplatzt, platzt 25. 25. Ja. Komm, beiß mich. Schädellänge. Ja, deutlich weniger. 84,2.1200 immerhin. Also von Verhungern keine Spur. Ja, und allein die Tatsache, dass hier anderthalb Ratten von letzter Nacht noch liegen, sagt eigentlich schon alles. Ja, ich bin wieder da hinten in deine Ecke. Muss ich noch ein bisschen an der Cam basteln, dann noch einen Scheinwerfer. Auch
den Balkon beleuchtet haben. Müll mitnehmen. Tja, und hier kommen auch die Vögel. Gab es ja letzte Woche im Start, den hatte ich noch beigefeuert. Hier noch ein Füßchen von denen. Also sowas trocknet dann manchmal eine Woche im Uhuhof vor sich hin und irgendwann drückt doch noch einer runter.
Unten sind ja auch jede Menge Löwen von Ameisenlöwen. Ein bisschen dann, dass die Jungen hier doch irgendwo noch mal Kabel ausgraben, dass die Idee kommen. Mal gut, ihr habt langes Leben. Tschüss.
Warum hat mir niemand gesagt, dass der Akkuschrauber noch auf der Kamera liegt? Also nochmal Tschüss.